Herzlich willkommen zu Dinner Party. Mein heutiger Gast hat uns jahrelang mit der Wochenshow zum Lachen gebracht. Also er hat schon mal sehr viel Humor. Und dann kann er auch noch tanzen und backen. Also eigentlich das perfekte Multitalent, oder? Herzlich willkommen in der Sendung, Ingolf Lück. Ich werde Sachen auspacken, die ich noch nie in keiner anderen Fernsehsendung erzählt habe. Und es lohnt sich wirklich, dran zu bleiben. Wie siehst du denn aus? Ja, ich sollte Überraschungsgast sein. Und wenn du auf der Bühne bist, muss das Lampenfieber vorbei sein. Wenn es dann noch da ist, hast du den falschen Beruf. Schön, dass du Hallo, da bist. Hallo, schönen guten Morgen. Weil es ist ja Wahnsinn. Es ist schon richtig spät. Ja, es ist früh. Es ist früh. Ich meine, der Tag hat gerade angefangen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als den Tag mit Ihnen zu beginnen. Oh, danke schön. Gleich diese Lorbeeren zu beginnen. Weiß man gar nicht, was Sie erwartet alles. Ne? Nein, das weiß ich nicht. Also ich lasse mich überraschen. Ich bin tierisch nervös. Aber ich kann natürlich dem Publikum versprechen, es werden heute wirklich gebuttert bei die Fische. Ich werde Sachen auspacken, die ich noch nie in keiner anderen Fernsehsendung erzählt habe. Und es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Ich werde zum Beispiel darüber reden, dass ich ungern Müll trenne, ja, das aber trotzdem tue. Vielleicht, wir werden es rauskriegen, dass ich sehr gern staubsauge, dass ich ungern Betten beziehe, dass meine Nase eine Operation ist und dass ich freitags abends manchmal zu Hause Stöckelschuhe trage. Das müssen wir, ich hoffe, meine Redaktion hat alles mitgeschrieben, damit wir das gleich alles, wenn wir am Tisch sitzen, dann weiter Ingolf Lück fragen können. Vertiefen. Denn wir haben erstmal einen Fragenhagel vorbereitet, der ein bisschen anders ist. Der ist ein bisschen auf Sie zugeschnitten. Aha, das ist gut. So. Und zwar machen wir es trotzdem mit der Sanduhr. Wir haben genau die Zeit der Sanduhr, um auf die Fragen mit kurz, knappen Antworten zu reagieren. Und zwar. Nur ja oder nein? Was oder? Ist das Schönste an Bielefeld? Arminia, unser Heimatverein. Und die Alm, das Stadion, auf dem unser Heimatverein seine gloriosen Spiele macht. Sie merken, ich versuche das zu verzögern, das damit so die endlich durchgelaufen ist. Damit wir auch ja nicht die anderen Fragen stellen. Wann haben Sie das letzte Mal über sich selber gelacht und warum? Jetzt gerade. Ja, es fand mich ziemlich lustig jetzt gerade. Was machen Sie, wenn Sie sich ärgern? Ich knurre vor mich hin und sage... Ich wollte gerade sagen, Hörprobe, sehr gut. Ja. Bei welcher Sportart schalten Sie direkt weg? Formel 1. Echt? Ja. Oh, da müssen wir gleich drüber reden. Können wir jetzt drüber reden. Ach so. Was ist denn Ihr Lieblingskalenderspruch? Oh, ich tue mich ganz schwer. Also ich kenne keinen. Ich habe so einen Kalender, stehen keine Sprüche drin. Ah, nur Termine. Ja, wie bei den meisten. Letztes Foto auf dem Handy. Ich selbst, wie ich mir mein Provisorium, was ich hier oben drin habe, rausgenommen habe, weil es mir abends rausgefallen ist, und wie ich das so von der Seite fotografiert habe. Das ist so gemein, ich mache trotzdem weiter. Aber ich könnte es jetzt... Was nervt Sie am Chaos am meisten? Die Unkontrollierbarkeit. Gleichzeitig finde ich aber auch toll, dass es neue Wege eröffnen kann. Hm. Also neue Wege aus dem Chaos. Natürlich. Letzter Kinofilm. Ich meine, das war ja früher auch die. Der liebe Gott musste ja auch erstmal Ordnung reinbringen in das, was er damals vorgefunden hat, und hat dann 6 Tage gearbeitet. Und wenn man sich die Welt so anguckt, dann denkt man, hätte er mal den 7. Tag nicht freigemacht, sondern auch noch zur Arbeit genutzt. Lieber mal Locht, ne? Mhm. Ach, ich dachte, man dreht das nur einmal um. Nee, ja, ich dachte, vielleicht merken Sie es nicht. Okay. Aktuelle Lieblingsserie. Babylon Berlin habe ich sehr gerne geguckt. Also im Grunde habe ich ja während dieser Corona-Zeit, ich habe im Grunde ganz Netflix und Amazon Prime habe ich leer geguckt. Ja, deswegen sagen viele Leute, da ist ja gar nicht mehr so viel und so, weil ich das alles weggeguckt habe. Ich mache das immer so, ich gucke 4, 5 Staffeln parallel und dann gucke ich die bis zur vorletzten Folge. Ja, und dann gucke ich die letzten Folgen von 4, 5 verschiedenen Serien, gucke ich alle an einem Abend. Und dann geht es mir total schlecht danach, weil ich mich natürlich von einer Familie verabschieden musste, weil das wird ja zu einer Familie. Aber dann von allen gleich, von den ganzen 5. Ja, natürlich. Das ist natürlich und dann geht es mir den einen Tag total schlecht, die eine Nacht, und dann am nächsten Morgen treffe ich eine Frau in meiner Küche wieder nach vielen Wochen und sage, ach, du bist ja meine Frau, wie schön, dass du noch da bist. Super. Finden die das eigentlich lustig? Findet Ihre Familie Sie lustig? Ich glaube, nein. Nein? Nein, ich war auch, lustig ist ja mein Beruf. Das heißt, wir haben ja schon 5 Mal umgedreht. Ich habe das jetzt neu in der Dinnerparty etabliert. Ich finde das herrlich. Aber man kann ja auch Fragen einfach nur beantworten. Nein. Nein, meine Familie findet mich nicht lustig. Nein.
Stört Sie das? Ja. Wir müssen das gleich ändern mit diesem Sie. Das ist nämlich viel zu anstrengend. Ehrlich, wir müssen gleich mal anstoßen. Damit wir können aber jetzt auch du sagen. Wir können jetzt schon du sagen, dann gleich anstoßen. Wollen wir das so machen? Können wir auch. Ja. Sehr schön, du. Das ist viel einfacher. Ich duze Sie ja eigentlich privat, weil ich Sie, als ich Sie vor 5 Jahren im Playboy gesehen habe, seitdem duze ich Sie. Ach so, seitdem kennt man mich sozusagen. Ne? Sehr schön. Du Ingolf, dann gehen wir rüber und stoßen an. Darauf, jetzt schon? Oder? Auf die 5 Jahre Playboy. Ja, das ist gut. Was. Ich nehme die Uhr mit. Ja. Und wir können rüber zum Tisch gehen. Genau. Oh, da ist ja schön gedeckt. Sehr schön, ne? Ja, für ein spätes Abendessen oder vielleicht ja auch Frühstück. Ja, das Rohkost ist, und so. Wie man das sieht. Ne? Normalerweise bin ich ja um diese Zeit immer schon im Bett. Ich gehe also immer eigentlich immer vor 12 ins Bett. Vor 12 ins Bett? Ja, doch. Ich gehe früh ins Bett. Ich lese dann immer noch und dann ist alles fein. Ich habe ja eben schon bei der Einleitung gesagt, dass du so ein Multitalent bist. Und du hast natürlich auch viele verschiedene Berufe. Was trägst du denn ein in einem Fragebogen als Beruf? Medienarbeiter. Ja, das habe ich immer gemacht. Kompakt und umfasst eigentlich alles. Ne? Also das mit dem Multitalent ist ja so eine Sache. Also wenn man mir gut... Mit oder ohne? Ohne am besten. Aber wenn man mich mag, wenn man mich lieb hat, ja, dann sagt man, ja gut, der Lück, der hat vieles drauf und der erfindet sich auch immer wieder neu. Und wenn man mich doof findet, dann sagt man, der kann nichts richtig und das nicht normal halb. Ne? Also das ist mit diesen Multitalenten immer so eine Geschichte. Aber ich galt ja ewig als Multitalent. Und ich habe aber trotzdem immer noch so den Impetus, neue Dinge zu lernen und viele neue Dinge zu lernen. So kam das Tanzen auf mich zu, was ja du eingangs erwähnt hast. War das Tanzen eine dieser Sachen? Ja, so kam das Backen auf mich zu. Und im Moment lerne ich gerade, ich spiele seit 45 Jahren Gitarre. Und ich wollte jetzt noch ein Soloinstrument lernen und lerne jetzt gerade Saxophon. Wie? Und das ist super. Ich habe ja Flöte gespielt mal früher und dann habe ich mal eine Querflöte gehabt, mir geliehen mal für ein paar Jahre. Also das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Außerdem kann man sich ja so große Strümpfe vorne in das Saxophon reinstecken. Und ich habe da zu Hause extra einen Bunker, in dem ich Saxophon spiele. Warum denn Saxophon? Was fasziniert dich denn eigentlich? Damit sich der Bunker mal lohnt. Nee, ich wollte, also der Bunker, der war in dem Haus schon drin. Okay. Aber jetzt auch noch der arme Ingolf, ja, kommt er endlich mal von Tournee wieder nach Hause und dann muss er gleich in den Bunker. Ja, aber da haben, wir ein Schlagzeug reingestellt und lauter so Eierpappen und da also kann man jetzt... Studio hast du da jetzt, ja? Nee, Studio nicht, ein Bunker mit Eierpappen. Ja, also ne? So schön schalldicht und da kannst du machen, was du willst. Man hört sich, das ist so schalldicht, dass man sich selbst so gar nicht hört. Das ist natürlich schlecht, ja. Ne? Nein, das ist aber super. Das ist, ich wollte einfach ein Soloinstrument noch spielen. Und ich dachte. Das heißt, was spielst du jetzt alles für Instrumente? Gitarre, Querflöte, hast du gesagt? Ja, das spiele ich ja nicht mehr so gut. Ich spiele Schlagzeug, ich spiele schlecht Klavier. Ich habe früher Cello gelernt. Ah, ich auch. Und schön. Schade, hast du mitgebracht? Nee, das ging nicht in meine Tasche. Das ist ja auch mehr. Das Cello ist ja unwesentlich kleiner als ein Kontrabass. Und mit dem Cello reisen ist schon schwierig. Ja, dann ist manchmal mit diesen Koffern, ne? Ja. Aber da wollte ich, und dann war das Saxophon, ein Freund von mir spielt Saxophon, und den habe ich gefragt. Und jetzt kann ich von dem natürlich auch Noten kriegen und diese Dinge. Also das ist also jetzt nicht ganz uneigennützig. Meinst du jetzt nach der Corona-Zeit, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit für sowas, wirst du das auch beibehalten? Oder bist du dann so jemand, der dann was sich an einem Hobby versucht und es dann aber auch wieder sein lässt? Nee, ich Hobby ist ein lustiger Ausdruck. Ne? Ich habe eigentlich gut, der Hobby ist zum Beispiel der Rasen bei uns oder ein Gartenhaus anstreichen. Aber Hobby, was ist Hobby? Mein Hobby muss... Spaß machen. Sagen, das Saxophon spielen ist kein Hobby für dich. Das Wort Hobby benutze ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Also Hobby wäre, wenn ich eine Eisenbahn hätte. Also bei mir ist das. Warum? Ja, was ist denn für dich da der Unterschied? Na, weil Saxophon spielen gehört ja zu meinem Beruf dazu. Mhm. Als jemand, der... Als Entertainment ist. Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Also und trotzdem macht es mir Spaß, weil mir mein Beruf ja Spaß macht. Aber ich habe nie, wenn Leute gefragt haben, hast du ein Hobby, habe ich nie sagen können, ja, das und das. Also früher habe ich Münzen gesammelt, also Numismatiker, ich bin ein großer Numismatiker. Und das war mein Hobby als Junge. Mhm. Ich habe früher Schach gespielt, ganz viel. Ich habe jeden Tag mehrere Stunden Schach gespielt, früher, als es noch kein Internet und keine Schachcomputer gab. Mit wem dann? Wie hast du auf angefangen? Auf 4 Brettern gleichzeitig. Ich habe normal Schach gespielt gegen mich. Ich habe Telefonschach gespielt, wo man einfach dann nur sagte D4, D5 und dann wieder auflegte. Wow. Oder ich habe auch Briefschach gespielt, wo du einfach einen Zug reingegeben hast ins Kuvert, also ins Briefkuvert,
Und dann hast du den weggeschickt, dann wartest du zu 3-4 Tage, bis der da war. Dann kam der wieder zurück. Und nach einer Woche hast du den nächsten Zug. Klar, du warst wahrscheinlich auch der beste Briefschachspieler weltweit. Das natürlich nicht. Aber das war schon eine bekloppt entschleunigte Zeit, die viel weniger Aufregung hatte, die mehr Konzentration auf Dinge möglich machte und die nicht so oberflächlich war. Ja. Und das war eigentlich schön. Das fand ich schön an der Zeit. Und das, da müsstest du ja jetzt eigentlich in Corona-Zeiten sehr glücklich sein. Darauf wollte ich kommen. Also ich habe ja erst Corona gar nicht so gemerkt. Das heißt, man konnte nicht raus. Aber du bist ja, ich bin seit 40 Jahren im Showgeschäft. Du hast ja eh keine sozialen Kontakte. Also es ist das Haifischbecken, das berühmte. Da hast du ja keine Freunde. Und für mich hat sich da kaum was geändert. Ist das wirklich so oder ist es nur so ein Klischee? Das ist ein Klischee, was aber stimmt. Ja. Also man hat wenig Freunde unter. Nein, du kennst halt irgendwann nur Leute, die in dem gleichen Business sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe nur Freunde. Mhm. Nein, ich kann das nachvollziehen, ja. Aber bei Komikern weiß ich nicht, wie ist das da? Ist das da? Sind die meistens unlustig, wenn nicht eine Kamera auf sie drauf gerichtet ist? Oder? Also wir sind mal mit wenn wir Fernsehsendungen haben. Und treten 3-4 Leute auf und wir werden vom Produktionsbus abgeholt. Also es gibt keine Fahrt, wo weniger gesprochen wird. Du würdest dich ja immer vorstellen, wenn man denkt immer, ja, oh, das geht jetzt rund denkt man und die einen ein Talauer nach dem anderen, ne? Aber das ist so. Aber vielleicht bei uns so. Ich habe das in Amerika erlebt. In Amerika sind die anders drauf. Da spielen die sich gegenseitig ihre Sketche vor und ihre Gags vor und die haben da so Rehearsal Rooms und dann sagen die, pass mal auf, da hättest du mal ein bisschen besser werden können und so weiter. Ich habe es in Österreich erlebt. Da ist das auch so. Die sind sehr miteinander. Das ist hier ein bisschen, also wenn ich jetzt, es wäre eigentlich nicht denkbar, wenn ich jetzt zu Luke Mockridge sage, Luke, in deiner letzten Sat.1-Sendung fand ich das gut und das nicht gut. Er wird sich darüber freuen, stimmt, aber man tut es in Anführungsstrichen nicht so. Ja. Ich habe das mal so erlebt, ich war mal vor vielen Jahren bei Radio Bremen, da gab es eine Sendung, die ist Extra-Tour und da hattest du viel Zeit, du hattest 4 Tage für eine Aufzeichnung, da bin ich aufgetreten und dann nach der ersten Probe sagte die Regisseurin oder die Redakteurin sagte, du geh mal hoch, da will jemand mit dir sprechen. Und dann gehe ich hoch, da war ein offenes Zimmer und die Tür auf und auf dem Schreibtisch saß Rudi Carrell. Und Rudi Carrell sagte, ja, pass mal auf, mein Freund und so, dass der Gag, versuch ihn doch mal so, versuch das Ende mal so, dreh das mal so und guck mal, wie du dann da rauskommst. Am nächsten Tag bei der Probe habe ich es gemacht, es war viel besser und davon habe ich dann auch gezehrt, weil der große, erfahrene Mann mir einfach gesagt hat, wie es funktioniert. Und das würde ich mir heute manchmal ein bisschen mehr bei den jungen Kollegen wünschen. Ja. Lass uns mal gemeinsam auf deinen Lebensstrahl schauen, den du am Beginn der Sendung gemalt hast. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das ist aber interessant. Eine interessante Bewegung. Ja. Oh, ja. Das ist angefangen bei meiner Geburt und dann natürlich auch mit, von da an ging es bergab. Ja. Da. Mit Hildegard Knef zu sprechen. Dann haben wir da 1978, im März haben wir nochmal eine Höhe, eine Spitze, weil da hat Arminia Bielefeld gegen Bayern gewonnen. In Bayern 4-0. 2 Tore Norbert Eilenfeld. Dann geht's wieder bergab. Und dann haben wir nochmal, in den 80ern haben wir nochmal gewonnen. Das ist gar nicht, in den 2000ern gewonnen. Also ein großer Fußballfan. Dann geht's wieder runter und dann geht es wieder ganz hoch. Und das ist heute. Das ist heute, heute Abend. Ja, oh, natürlich. Sehr schön. Ja. Wie lache ich eigentlich? Haben Sie das gehört? Ich wollte nie so lachen, wie ich jetzt lache. Ach, das hörst du jetzt das erste Mal? Warum lache ich denn so? Warum lache ich nicht so? Das ist sehr schön. So, ja. Fehlt dir manchmal die Wochenshow? Mir? Nein. Also ich bin jemand, der sich gerne erinnert, aber der nicht zurückguckt. Und diese Wochenshow war ein Zeitphänomen, das 7 Jahre in der damaligen Zeit auf Sat.1 lief. Damals zu der Zeit, als Sat.1 noch Programm für Zuschauer gemacht hat. Nein, machen wir ja heute auch. Für wen machen wir denn jetzt zum Programm? Nee, nur Sat.1 hat sich ein bisschen verändert. Sat.1 macht jetzt Luke und nix. Und der gehört eigentlich zu ProSieben. Ja, also und deswegen sahnt natürlich RTL. Was könnte man denn anbieten? Was glaubst du denn, würde heute funktionieren? Die Wochenshow ein bisschen abgedatet? Nein, die
Wochenshow. Heute ist das Leben viel diversifizierter. Das heißt, in der die Wochenshow, da konnte man darauf bauen, dass alle Zuschauer den etwa gleichen Horizont haben in der Woche an Interessen, an dem, was gelaufen ist, was passiert ist. Heute sind die Informationswege viel diversifizierter. Viele Leute, die jungen Leute, gucken gar kein Fernsehen mehr. Derjenige informiert sich da, so dass du so eine Sendung, die eine Woche resümiert, eigentlich gar nicht mehr machen kannst. Große Ausnahme ist die Heute-Show im ZDF. Mhm. Und natürlich aber auch da für ein Publikum, das sich noch, sagen wir mal, eher so in den alten Kanälen informiert. Ja, das ZDF hat ja ein älteres Publikum, das ist in meinem Alter. Und da geht das noch. In einem jungen Sender wäre das schwierig. Wir haben mit der Wochenshow, um das nochmal zu sagen, haben wir es geschafft, in 7 Jahren im Grunde 3 Generationen lang Kult und Hip zu sein. Ja. Ne? Das musst du erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Und ja, das haben wir großartig geschafft. Mhm. Die 4. Generation haben wir da nicht mehr geschafft. Das ist aber auch gut so. Ne? Heute sind diese Zeiten, in denen man Generationen für sich gewinnt, ja viel, viel kürzer. Ausnahme jetzt vielleicht Jucke und Klaas, die es über viele Jahre schaffen, nochmal wieder eine neue Generation. Aber das ist dann auch bald zu Ende. Und Caroline Kebekus ist auch richtig über 30 und wird auch die 18-Jährigen auch nicht mehr kriegen. Aber das ist gut, weil neue nachwachsen und weil es eine Kongruenz gibt zwischen dem Alter, das man als Komiker selber hat, und dem Publikum, was zuguckt. Du hast ja eben gesagt, dass du das Tanzen dann auch so für dich entdeckt hast und dann hast du ja bei Let's Dance gewonnen. Du warst ja der älteste, glaube ich, Kandidat, der je bei Let's Dance gewonnen hat. Du hast Angebote bekommen aus anderen Ländern, ne? Aus Brasilien oder Argentinien. Oder ja, ich bin der älteste Let's Dance-Kandidat weltweit, der am allerältesten diese Sendung, diese schon alte Sendung gewonnen hat, aus Bielefeld. Aus Bielefeld, ja. Das auch noch, das kommt auch noch hinzu. Das Tanzen hat mich entdeckt. Also ich habe natürlich das schon früher gemacht. Ich habe früher Breakdance gemacht, ich habe Stepptanz gemacht, Stepptanz dann auch mal eine Zeit lang unterrichtet, aber das hat mich jetzt, ich habe auch Musicals gespielt, war da aber immer der bessere Sänger als Tänzer und jetzt kam eben halt die Gelegenheit, das zu machen, und das ist einfach ganz wunderbar. Du kannst 3 Monate lang jeden Tag 8 Stunden lang Sport machen, tanzen. Das ist aber auch richtig anstrengend, ne? Wahrscheinlich. Und das war schön. Das war schön. Ja gut, ich meine, ich hatte natürlich am Anfang einen direkten Durchgang zum Orthopäden. Das heißt, ich brauchte gar nicht mehr anrufen. Ich brauchte nur, die haben nur gewunken, direkt durch. Ja, direkt zack an den. Ich hatte teilweise Bewegungen gemacht, wo ich gedacht habe, mir ist irgendwie die Hüftschale da rausgeknallt. Irgendwie aus der. Aber da haben die mich beruhigt und gesagt, nein, das ist es nicht. Ich bin ja so als so ein Hypochond. Der ich nun mal bin, habe ich natürlich da riesengroße Ängste gehabt, dass ich einfach zusammen abbreche. Du hast nicht ja zusammen oft, breche, abbreche. Du hast ja oft schon gesagt, dass du Lampenfieber hast, ne? Wie war das denn dann für dich bei Let's Dance? Da warst du ja dann ständig immer wieder in dieser Situation, dass du dich auf einem Feld, was jetzt nicht das deine Expertise ist, richtig beweisen muss. Also aufs Neue. Ist das jetzt weg, das Lampenfieber durch die 3 Monate? Nein, also Lampenfieber gehört dazu. Also ich glaube, wenn wir kein Lampenfieber mehr haben, dann fehlt uns irgendwas in der Vorbereitung auf den Auftritt. Mhm. Ich kenne, also mein Freund Dirk Bach, der vielleicht jetzt zuschaut. Ich dachte immer, ich habe schlimmes Lampenfieber, aber bei Dirk war es noch schlimmer. Noch schlimmer, ja. Wenn wir hinter der Bühne zusammen rumgetigert sind vorm Auftritt, das war schrecklich. Ja. Aber wie wir natürlich wissen, ist es, wenn man rauskommt, dann ist es vorbei. Und wenn du auf der Bühne bist, muss das Lampenfieber vorbei sein. Wenn es dann noch da ist, hast du den falschen Beruf. Der Anfang von deiner Karriere war ja auf den Brettern des Theaters, ne? Hm. Und das Theater machst du ja immer noch. Klar. Wie war das für dich? Du hast da angefangen. Was hast du in Erinnerung von dieser Anfangszeit? Das war vieles. Also wir haben. Würdest du sagen, dass du immer noch das Theater mehr liebst als das Fernsehen? Nein, das sind sagen wir, unterschiedliche Herausforderungen. Es ist etwas anderes, ob du in einer Kamera arbeitest oder ob du für ein Publikum arbeitest. Aber Theater riecht natürlich anders, Theater schmeckt natürlich anders. Theater sind die eben halt diese berühmten Bretter, die Welt bedeuten. Und das macht mir großen Spaß. Und ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, was ja fast immer ein künstlerisches Leben war, ja?
Ich habe mal früher habe ich mal richtig gearbeitet, also als ich so 15 war. Aber als was? Was hast du gearbeitet? Nein, da habe ich aber auch schon Tanzmusik gemacht. Aber ich habe jeden Tag, wir haben mit Freunden im Schulbuchverlag gearbeitet. Mit 15 haben wir da gesessen nachmittags. Und seitdem kann ich ja immer nur das machen, was mir Spaß macht. Und das ist ein Riesenglück. Und das ist ganz, ganz toll. Was nimmst du so mit, wenn du auf der Bühne stehst und Publikum siehst? Ich nehme nichts mit. Das ist das Gute, weil die Bühnenzeit ist geschenkte Zeit. Wenn du auf der Bühne bist, da ruft dich keiner an. Auf der Bühne bist, da kommen keine Rechnungen. Das ist geschenkte Zeit. Das ist eine Zeit, die ist outstanding, die ist ausgeklammert. Da bist nur du mit dem Publikum. Das Schöne ist bei Kabarett- und Comedy-Programmen, wie mein Programm, was ich jetzt gerade habe, Sehr erfreut heißt das, was jetzt ein bisschen ruht. Aber alles ist ja auf den Herbst verlegt. Das heißt, es fällt nichts aus, sondern alles ist im Herbst und da wird es nochmal wieder richtig eng. Und da ist es natürlich so, dass es immer, jeden Abend ist anders. Jeder Abend ist anders. Du musst das Publikum immer wieder neu erspüren. Das Publikum gibt dir manchmal da was, da nimmt es dir was weg und da. Also es schaukelt sich hoch und das ist das Schöne. Worum geht es denn bei deinem aktuellen Programm? Ich habe jetzt 5, 6, 7 Programme gemacht, immer auch mit Autoren zusammen, aber und unterschiedliche Dinge beackert. Ich habe im letzten Programm habe ich zurückgeguckt an die Anfänge und in diesem Programm ist es etwas viele Dinge, also alles sehr privat. Es fängt an im Kindergarten und hört irgendwann später auf. Also auch wieder ein One-Man-Show, ja? Ich bin alleine. Ja, das ist ja auch der Unterschied, wenn du im Ensemble bist mit Leuten auf der Bühne, dann kannst du schon mal durch den Vorhang gucken, kannst sagen, ach guck mal, wer da vorne sitzt oder du sagst, oh, wie ist es denn verkauft, gut oder schlecht? Oder du kannst sagen, ja, heute sind wir gut drauf oder so. Wenn du alleine bist, dann kommst du an. Ne? Ja, du kommst halt an und siehst schon am Catering, siehst du, wie gut der Vorverkauf gelaufen ist. Ja, entweder es ist so wie hier, ja, dann ist ausverkauft oder es liegen 3 Aldi-Brötchen mit Margarine. Dann ist, heute wird es ein bisschen schwierig. Gott sei Dank habe ich meistens so leckere Sachen da, weil die Leute kümmern sich. Die Leute freuen sich auch. Die Veranstalter freuen sich, wenn ich komme, weil die freuen sich auf Ingolf Lück. Und das ist sehr, sehr schön. Aber du bist alleine. Das heißt, du kommst an, du baust auf, du gehst mit dem Techniker das durch, du bist in deiner Garderobe, du machst deine Atemübungen, du baust deine Sachen auf und dann gehst du alleine raus auf die Bühne. Und das hast du natürlich im Ensemble. Hast du eine Gruppe, die dich rausschiebt und hier machst du alles ganz alleine. Dafür hast du aber auch dann den Abend mit dem Publikum alleine, was natürlich auch schön ist. Was findest du besonders schön daran, alleine, außer dass du natürlich auch das Feedback vom Publikum alleine hast? Und was findest du besonders schön, wenn man im Ensemble spielt? Eben das, ja. Im Ensemble, das kommt auch drauf an, wie das Ensemble drauf ist. Wenn du coole Leute hast, die, sagen wir mal, sich auch mal auf eine Veränderung an dem Abend einlassen, dann ist das gut. Aber wenn du Leute hast im Ensemble, die nur spielen können, wenn abgemacht das Brot so zu nehmen und dir hinzulegen. Also gar keine Improvisation. Ja, wenn du das aber dann mit den anderen Fingern nimmst, sagen die am Ende des Abends, war irgendwas mit dir los? War das sonst 20 Mal nur mit 2 Fingern? Genau. Ich habe mal Die Schöne und das Biest gespielt. Und das war eine amerikanische Produktion. Und ich habe das gemacht in Oberhausen, in dem großen Theater. Und dann kam ich zur ersten Probe. Ich spielte da den das hat nicht gereicht. Und dann kam ich zur ersten Probe. Man hatte mir das so überlegt und dann habe ich gesagt, okay, ich will mal gucken, wie das anfühlt so und ich gehe mal von hier nach und da habe ich mich gewundert, haben gesagt, nein, haben die gesagt, mein lieber Freund, die Bühne ist aufgezeichnet in Schachbrettmustern A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 und du gehst von A4 gehst du auf F7, drehst dich dann und gehst in G3. Das war natürlich dann super. Als Schachspieler war das ja für dich super easy. Das war okay, ja. Das war und dann habe ich gesagt, wieso das denn? Was ist denn, wenn ich nicht in G3 wieder abgehe, sondern in G4? Da haben gesagt, ja, dann fährt ja ein riesen Bühnenteil über den Fuß. ist ja klar. Die Bühne war halt in Amerika, das war klar gemacht und das heißt jetzt dann nur noch Blocking und wenn du da stehst, dann brack, fährt dir die Schöne mit ihrem Auftritt über den Fuß. Also es war ein komplett anderes Arbeiten, ne? Das ist aber das Schöne, dass wir
die Möglichkeiten haben, dies, das und jenes zu machen. Und wenn ich zum Beispiel ein Stück mache, ich spiele noch ein Stück, das heißt Seite 1, da spiele ich einen, ist auch ein Solo, ein Monolog, da spiele ich einen Boulevardjournalisten. Mhm. Und dann habe ich das mit einem Regisseur gemacht und der muss da sehr geduldig sein, weil ich mache immer was und sage, weißt du, das läuft einer da vorne rum, der springt da rum und da musst du als Regisseur sehr, sehr geduldig. Bist du ein Perfektionist? Leider ja, leider ja. Ich versuche immer alles, oder andersrum, ich versuche immer mein Bestes zu geben. Und ich hätte, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was gemacht, habe aber meinen Text oder habe mich nicht gut vorbereitet oder ich habe gesagt, ach komm, ich mache jetzt lieber so, dann könnte ich mir das nicht verzeihen. Das lag daran, dass ich war nie so begabt wie andere Jungs früher, als ich noch ganz klein war. Also die konnten. Und da hat meine Mutter, ich habe immer gesagt, ich will Rudi Carrell werden. Mhm. Da hat meine Mutter gesagt, das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, natürlich ist das einfach. Und aber es kam dann raus, dass sie gesagt hat, ja, weißt du, Junge, es kann sein, dass du vielleicht nicht ganz so begabt bist wie die anderen. Das heißt, du musst mehr dafür tun. Und jetzt, das hat sich dann durch mein Leben so durchgezogen, durch mein künstlerisches Leben, dass ich immer mehr getan habe als andere. Und habe schon gedacht, ich tue manchmal ganz viel. Ja? Also Proben und nochmal Proben, nochmal Proben. Dann habe ich auch Matthias Richtling getroffen, den Kabarettkollegen, und habe mit dem eine Nummer gemacht und habe ich gemerkt, ich bin ein Waisenknabe gegen ihn, weil der nur nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wie war das denn dann, wenn du Rudi Carrell werden wolltest, als du ihn dann getroffen hast? Das war großartig. Ja, das war großartig. Das vergisst man nie, wenn man diese Stars zum ersten Mal gesehen hat. Und das vergisst man nicht. Genauso wie in unserer WG mal in Bielefeld früher Dieter Thomas Heck angerufen hat. Ja, da sagt man so, hallo, hier ist Dieter Thomas Heck. Das ist eine Verarschung. Ja, klar, da legst du natürlich auf. Aber ich habe natürlich Dieter Thomas Heck dann später nochmal getroffen und durfte ihn kennenlernen, der ja ein großartiger Erzähler war, ja, und Biertrinker. Also jetzt nicht Säufer, aber der hatte immer nach der Sendung, trank der immer ein Bier. Also vielleicht auch vorher, da weiß ich nicht so genau. Aber mehr dann auch nicht. Aber ich hielt ihn auch für einen großen Schauspieler. Er war ein großartiger Schauspieler. Das hat man viel zu wenig gesehen und das konnte er viel zu wenig machen. Aber er war großartig. Und als du ihn dann wieder getroffen hast, hat er dich dann darauf angesprochen? Sag mal, warum hast du aufgelegt? Oder? Ja. Ja? Ja. Ja, und da ging für mich natürlich die Tür auf, weil ich konnte mich kaum noch daran erinnern. Weil, wie hast du mich rausgeredet? Ich habe gedacht, das glaube ich ja nicht, dass sie mich anrufen. Das ist doch ganz klar. Weil du bleibst ja egal, warum was du machst. Warum hat er denn angerufen? Hast du das hier rausbekommen? Ja, der wollte mir, glaube ich, sagen, dass er irgendwas gut fand, was er gesehen hat. Der hat sich auch sehr interessiert, ist sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viel geguckt und so. Und wie gesagt, das war ja auch ein bisschen noch die Generation, wo man noch von den alten Herren noch ein bisschen Kritik und Ansporn kriegt. Ja. Du meinst, das fehlt heute so ein bisschen, würdest du sagen, oder? Ja, die sind ja nicht mehr da. Nein, aber ich meine, dass man sich auch so generationenübergreifend im gleichen, in der Branche, dass man sich Tipps gibt und... Naja, das passiert ja automatisch, indem einfach die Branche ja, also viele, die nicht mehr arbeiten oder die nicht mehr da sind, es kommen immer wieder Junge nach und das ist ja das Schöne, dass dann dieser Austausch in der Branche immer halt einfach da ist. Hm, ja. Das ist das Schöne daran. Ja, heute gibt es ja überall in dieser Branche nur noch Studenten an der Kamera, am Ton und überall. Ja, hallo an die Studenten. Nein. Genau, jetzt wird das direkt das Bild unscharf. Ja, genau. Ach, den Glück, den leuchten wir jetzt nicht mehr aus. Wir haben gar nicht angestoßen, ja, jetzt aufs Du, aber das haben wir im Geiste gemacht, oder? Weil mit Wasser ist das ja echt traurig. Wieso denn nicht mit Wasser? Ich trinke eh keinen Alkohol. Also bist du nicht abergläubisch? Ich dachte immer, das bringt Unglück mit Wasser. Ehrlich? Ja. Also ich halte es da eher mit Katharina Valente. Die hat nämlich gesagt, ich bin nicht abergläubisch, weil Aberglaube bringt Unglück. Finde ich sehr gut. Dann halten wir es wie Sie und stoßen mit Wasser. Müssen wir angucken? Ja, angucken. In Deutschland immer, oder? Unbedingt. In Italien auch. Ja, echt? Ja. Also auch Männer gucken sich in Italien, italienische Machos. Die geben sich ja sogar Küsschen rechts und links. Nee. Je mehr Macho, desto mehr Küsschen. Ja, klar. Aber die gucken sich doch nicht an. Natürlich. Also ich frage mich, wenn ich mit meinem Kumpel anstoße und gucke den an, also ja, da guckt der aber komisch. Wir haben ja noch einen dritten Teller, ne? Hier, für unseren Überraschungsgast. Ich bin total nervös. Wer mein Überraschungsgast sein könnte, ob sich überhaupt... Magst du Überraschungen? Ich überhaupt nicht. Nein.
Das Schlimmste für mich ist, an einem Geburtstag, meine Frau droht immer damit, mit einer Überraschungsparty. Ja, aber ich habe mich schon gefragt, wer kann kommen? Ja, also mein alter Erdkundelehrer, ist der noch? Oder haben Sie überhaupt jemanden gefunden, der sich bereit erklärt? Also das ist ja auch, ja, viele haben doch bestimmt gesagt. Also ich kann dir so viel verraten. Ihr habt beide beim Theater angefangen. Ja. Ja, und ihr habt auch mal zusammen in einer WG gewohnt. Ach. Und ich würde einfach mal sagen, sagen mal Hallo, Andreas Liebold. Hey! Hereinspaziert! Wo ist er denn? Wir dürfen ja nicht. Hallo! Ihr dürft ja nicht. Ihr dürft ja nicht. Setzt euch! Auf Distanz. Wie siehst du denn aus? Ja, ich sollte Überraschungsgast sein. Ja. Und da habe ich vor 8 Wochen dann angefangen, mich nicht mehr zu rasieren. Wir kennen das 50. Hallo, grüß dich. Ja, ihr kennt euch ja schon. 50 Jahre und mit Bart hat er mich noch nie gesehen. Herrlich. Das wäre ja dann eine doppelte Überraschung. Ja. Erstmal, dass Andreas kommt und dann noch mit Bart. Ja, du, das steht dir aber gut. Also, meinst du wirklich, dass ich es bin? Ja. Simpel. Aber das ist, ja, das ist verrückt. Meine Nachbarin, die ist 94 und habe ich neulich angeklingelt, weil der vom Paritätischen und so, der sie versorgt abends, ja, der kam nicht rein. Ja. Und dann bin ich nochmal rüber und habe geklingelt und nachher macht sie auf, habe ich ihr das erklärt, ja, der kam nicht rein. Sind Sie denn das, der von Paritätischen? Nee, sage ich, ich bin davon gegenüber. Liebold. Ach. Sie sehen aber jünger aus. Ja, siehste. Ja, siehste. Von der 94-Jährigen. Bleibt dran. Ja, ja. Ihr kennt euch schon ewig. Erzählt uns doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Wo? Das war. In der Schule? Das war in der Schule, ja. Ich bin mit 12, 13 Jahren nach Bielefeld gekommen und landete dann quasi 2 Bänke weiter von Ingolf. Also, ihr wart in der gleichen Klasse, ja? Ja, Andreas kam aus Aachen, ne? Ja. Und habt ihr euch dann gleich angefreundet oder wie war das? Also man konnte echt richtig gut Scheiß machen mit Ingolf. Ah, und damals schon, ja. Das hat die Zeit gut einem vertrieben, weil der Unterricht war, heute natürlich nicht mehr, aber war damals doch stellenweise sehr langweilig. Wurdet ihr dann immer extra getrennt oder habt ihr irgendwann auch mal nebeneinander gesessen? Das weiß ich gar nicht mehr. Also uns reichten, auch wenn 2 Bänke dazwischen noch waren, konnten wir trotzdem noch unsere Schabernack machen. Ja. Ja, ja. Habt ihr dann eher hinten gesessen auch? Wart ihr so diese? Nee, ich habe eine Situation habe ich vor Augen, da saß, also wenn da die Tafel ist, wo der Lehrer ist, dann saß Ingolf dort, also ziemlich weit von der Seite nah zum Lehrer. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, hinten saß Hans Zippert, ja, immer. Wenn er gekommen ist. Ja, wenn er gekommen ist. Hans Zippert, der jetzt in der Welt immer jeden Tag die Kolumne schreibt. Ja. Ja. Deswegen weiß ich immer, Hans Zippert saß hinten, deswegen kann ich nicht hinten gesessen haben. Ja. Was hat euch denn am meisten gefallen, Ingolf? Was war für dich so das Highlight immer in der Schule? Käseball. Käseball. Welchen Käseball? Käseball kennst du nicht? Nee. Käseball? Spaniolpapier, Butterbrotpapier zusammen, klein und dann mit dem irgendwie. Das wurde in Pausen gespielt. Habt ihr auch das gemacht mit den Strohhalmen und den Papierkügelchen? Ja, mit Sicherheit. Aber nur abschießen? Im Unterricht. Sonst macht das keinen Sinn, ne? Ja. Ja. Ja, wir hatten das Schöne waren schon die Pausen. War es eine Jungschule? Es war eine Jungschule, aber bei uns waren dann auch schon, kamen auf 70 Schüler in der ganzen Klasse, in der ganzen Stufe kamen, glaube ich, 5 Mädchen. Ja, aber wir hatten ein Mädchengymnasium direkt nebenan. Und dann gab es einen Punkt, da trafen sich in der Pause die Mädchen und Jungs, das war, wie die Lehrer immer sagten, die sogenannte Schweineecke. Weil da wurde dann einfach heftig geknutscht, die Pause durchgeknutscht, ja. Und hat man dann schon in der Stunde schon überlegt, okay, heute in der Pause ist die und die fällig oder... Ihr müsst das ja alles organisieren. Wir haben das über uns gedacht. Das waren ja auch schon frauenbewegte Zeiten damals. Das haben die, glaube ich, über uns gedacht. Ach so, die haben das. Die hatten schon damals. Die haben uns da, wie man da sagte, haben die uns eher aufgerissen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber es war schon eine verrückte Zeit. Also ich war ja in der Grundschule noch, war ich ein dickes Kind und ich konnte zum Beispiel über den Bock kam ich nicht rüber und so weiter. Und das war dann schon schlimm. Und im Gymnasium dann später bei Herrn Tubissing habe ich dann nie, wann er mich veräppelt. Doch. Ja? Ich hatte bei Herrn Tubissing hatte ich dann, als wir in den Anfängen in der 6. früher hast du noch 6. die 5. Klasse, genau. Da hatte ich so eine Übung am Reck, weiß ich noch genau. Und dann bin ich das Reck angefasst, bin so durchgegangen, dann bin ich nochmal durchgegangen, dann habe ich diesen Schlusssprung gemacht und da hat der Tubissing gesagt, Gerät erkannt 4-.
Ja, aber reicht, ne? Ja, perfekt. Ja, ja, das war gut. Von der gemeinsamen Schulzeit, da habt ihr dann auch schon angefangen, zusammen am Frapp-Theater in Bielefeld, ne? Ja, Ingolf hatte Deutschleistungskurs und der Deutschleistungskurs führte die Physiker auf und probte und probte und probte und irgendwann kurz vor Schluss merkten sie, Mist, wer macht denn eigentlich das Licht an und aus, wer macht den Vorhang? Hatten sie nicht. Ich war nicht im Deutschkurs, ich wäre gerne dabei gewesen, aber so kam ich da rein und dann konnte ich eben Licht machen und immer zu den Proben hinkommen. Ja, die Bilder habe ich noch. Und so fing das dann an. Ja, ja, so fing das an. Und dann haben wir Abitur gemacht und dann sind wir zusammengezogen in eine riesen WG, 10 Leute. 10 Leute? Ja. Waren wir teilweise, oder? Wie viele Hunde? 3, 4 Hunde. Ja. 2, 3 Katzen. Ja, Katzen. Ja. In der Punkerzeit war da auch noch mal ein Punker mit einer Ratte irgendwo, der da rumsaß. Ab und zu. Ja, das war ja dann auch sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Wir haben also wirklich in einem riesengroßen Haus gewohnt in Bielefeld und waren 10 Leute in der WG. Und das war im Grunde eine Lebensarbeitsgemeinschaft. Das heißt, wir haben dann fast alle Theater gespielt. Und ja, so war das so aufgeteilt, ne? Was sind so, hast du so ein paar Anekdoten für uns auf Lager? Ich meine, wir haben ja jetzt schon so spät in der Nacht. Das kannst ruhig alles auf den Tisch legen hier, das merkt sowieso keiner. Okay, es läuft ungefähr auf die gleiche Uhrzeit raus, kommt mir da der Gedanke. Da haben wir haben natürlich viel dann auch Leben und Arbeiten zusammen, viel dann am Küchentisch gesessen, bis spät in die Nacht darüber debattiert, wie wir jetzt das Stück doch noch besser inszenieren und auch schon mal ein bisschen Bier dazu getrunken. Das wurde dann irgendwann war das alle. Und das Gute war, damals, Ende der 70er Jahre, hatten die Kneipen noch nicht so lange auf. Aber direkt neben uns war eine Taxifahrerkneipe. Da kriegte man nachts um 1 auch noch einen Spiegel ab. Und natürlich auch Bier. Und da sind wir dann im Bademantel raus, die 100 Meter auf der Straße, und hatten einen Wischeimer mit. Und haben uns da das Bier reinzapfen lassen. Das machen wir jetzt auch. Wir machen eine kurze Pause, holen einen Eimer und zapfen ein bisschen Bier. Bis gleich. Da freuen wir uns drauf. Wir sind zurück, aber leider ohne Eimer Bier, weil wir haben keinen Putzeimer so schnell finden können. Aber das ist bestimmt noch eine andere Anekdote auf Lager. Ja, aber da gab es kriegen wir das vielleicht hin. Das war ja die Zeit, wo es, sagen wir mal, Ballermann noch gar nicht gab. Da wurde am Ballermann noch nicht Bier aus Eimern getrunken. Das heißt, wir waren damals, was so Trinkkultur angeht, waren wir weit voraus eigentlich. Ja. Ist mir nie so. Nein, aber jetzt, guck mal, solche Sendungen sind ja dazu da. Ihr habt ja dann auch ein Kindertheater gegründet später. Da ging es dann wahrscheinlich viel, viel gediegener zu, oder? Nee, nicht wirklich. Also, wenn wir dann so eine Nacht hatten, wo wir das Bier dann von nebenan geholt haben, dann wurde es natürlich auch spät. Und wenn wir Auftritte hatten, die waren dann häufig zu Ferienspielzeiten morgens um 9 Uhr. Und wenn das dann rüber ins Emsland ging, hatten wir auch noch ein paar Stunden Fahrt. Und da sind wir dann angekommen und häufig war das dann auf Schulhöfen mit dem Auto vorgefahren und dann haben wir so angefangen auszupacken. Die Kinder kamen schon ganz neugierig an und wollten wissen, wie immer. Und wir dachten auch, ist alles wie immer. Und dann sagten die plötzlich zu uns, wie seht ihr denn aus? Ja. Und Ingo sagt, wieso? Und dann machen die, So, malen die ein Viereck in die Luft. Da war uns klar, die Nacht war zu kurz. Ja. Einerseits das. Und die Kinder haben gedacht, der Kasper kommt. Ja. Das heißt, wir haben ja sogenanntes emanzipatorisches Kindertheater gemacht. Genau, was also, habt ihr denn? So, Kinderzirkus haben wir gemacht. Oh, ja. Aber quasi so, Kinder, macht mal das, worauf ihr Bock habt. Und die Kinder waren da nicht drauf vorbereitet. Und wir waren mal, ich weiß noch genau, in Gelsenkirchen, Siedlung Flötz-Dickebank. Und da war vor uns war ein Onkel Fips. Ne? Der hatte sich so als Clown angezogen. Und die sagten, so Kinder, jetzt guckt mal hierher. Jetzt gibt es hier, jeder von euch stellt mal eine Reihe auf, jeder von euch kriegt jetzt eine Windmühle und jetzt, wenn ich pfeife, dann dürft ihr pusten. Dann pfifft er auf der Pfeife, dann machten die Kinder alle und sagten, so ist wieder abgeben. So, und dann kamen wir mit unserem Hallo, seid ihr gut drauf? Und das war natürlich dann echt, da haben die Kinder das, dieses Ventil haben die Kinder gerne genutzt. Sehr gerne haben es zum Beispiel genutzt. In unseren Beinen mal verbissen und so und das... Das war Anarchie, aber für die Eltern war es manchmal ein bisschen zu viel Anarchie. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir müssen das jetzt so machen. Du hast damals deinen Datsun gehabt. Das war unser Tourauto. Das war der Datsun. Tourbus, ja. Und dann haben wir gesagt, pass auf, Andreas, wir machen das jetzt so, dass wir kommen an, spielen quasi aus dem Auto raus und spielen dann und machen dann unsere anderthalb Stunde oder 45 Minuten. Und am Schluss muss alles wieder im Auto sein. Wir winken nur noch und hauen wieder ab. Und das alles wieder ins Auto tun, das war dann auch der Part der Kinder wahrscheinlich, ja? Und im besten Fall das auch, ja. Wie war denn das Feedback von den Eltern? Du sagst, die waren manchmal nicht so happy.
Nee, aber Eltern vielleicht gar nicht mal, aber so die, wenn dann so die, mir fällt jetzt nur das Wort Aufpasser ein, aber mein, die Jugend, die Kindergärtner und sowas. Ja, sowas. Ja, also, die waren natürlich auch sehr auf, das muss alles eine Ordnung haben. Ja. Und da war die Unordnung, die wir dann reinbrachten, ganz bewusst reinbrachten, damit die Kinder den größtmöglichen Spaß hatten, war dann manchmal ein bisschen zu viel für die, aber wir haben, ich meine, wir waren die Künstler, wir waren da, wir haben das durchgezogen. Und die Eltern, also das war, das Kindertheater war das Ding, dass wir gemerkt haben, Kindertheater machst du nicht für Kinder. Denn da, wo Kinder als Zuschauer sind, sind immer auch Erwachsene. Immer. Also musst du für die Erwachsenen auch was machen. Ja. Wir hatten eine Nummer, da hat Ingolf einen Gummimenschen gespielt. Wenn gewünscht, können wir es gleich erklären, wie das funktioniert hat. Und den Gummimensch auf jeden Fall hatte er dann sich die falschen Beine so oben rüber und seine echten sah man nicht. Und die Erwachsenen, das sahen wir dann immer aus dem Augenwinkel, die haben einen Spaß gehabt. Und die Kinder? Sehr skeptisch. Die skeptisch. Die wollten immer hin und sehen, da ist müssen irgendwo noch echte Beine sein. Die fanden das ja auch langweilig. Die haben gesagt, der verarscht uns. Das sind ja gar nicht seine echten Beine. Und die Eltern haben gesagt, oh, das ist Poesie. Herrlich, herrlich. Ja. Schön, ne? Also insofern, das ist mir bis heute hängen geblieben. Wenn man für Kindertheater macht, muss man immer auch die Erwachsenen im Auge haben. Ja. Was würdest du sagen, Andreas, schätzt du am meisten an ihm als Freund, an Ingolf? Ja, dass man wahnsinnig viel Spaß zusammen haben kann. Das war am Anfang so in der Schule und das ist heute auch noch so. Und es ist echt unkompliziert. Mhm. Das ist klasse. Er hat eben gesagt, dass er Perfektionist ist. Was würdest du sonst sagen? Was für eine Eigenart hat er noch, was ihn auszeichnet? Ja, Ingolf ist dominant. Also wenn er in einen Raum kommt, wo... Wie merkt man das dann? Ja, zum Beispiel bei Proben oder so? Man merkt das, wenn Ingolf in einen Raum kommt. Aha. Egal, ob die Leute schon bekannt sind oder unbekannt sind, man merkt es, Ingolf ist da. Nein, wenn wir früher mal geprobt haben, im Ensemble geprobt haben, dann war Ingolf sehr schnell. Das ist er auch, er ist immer sehr gedankenschnell. Und er hatte eine Idee und die wollte er dann gleich umsetzen. Und das hat er dann auch auf Teufel komm raus gemacht, die umgesetzt. Aber hallo, das war eine Zeit. Ende der 70er Jahre, da wurde eigentlich alles ausdiskutiert. Ja. Alles ausdiskutiert. Und wir waren noch dabei, das auszudiskutieren und Ingolf hat es schon durchgezogen. Bist du ungeduldig, würdest du sagen? Ja. Ja, ja. Also, du bist dann eher so ein Macher, ne? Ja, ich bin nicht sehr geduldig. Vielleicht lerne ich das ja noch. Also es gibt ja in jeder Phase was, was man lernen kann. Aber na, ich bin halt sehr aufbrausend. Andreas ist ausgleichend und jemand, der Dinge dann kurz erst im Kopf und im Herzen bewegt und dann erst damit rauskommt. Ja. Und da ist Ingolf aber schon. Da bin ich schon wieder ganz vorne wieder woanders. Ja. Aber das ist sehr ergänzend, oder? Wenn er so ausgleichend ist und du eher dominant. Und Andreas hat bei uns also immer, Andreas hat ja den Beinamen der Chef. Ja? Also nicht, weil er das gefordert hat, aber er war bei uns immer der Chef, weil er Sachen gut verteilen kann, organisieren kann, alles schauen kann und das dann miteinander vermitteln können. Wir sind ja auch eigentlich nicht, das ist mir gerade eingefallen, als du kamst, wir sind ja eigentlich nicht per Du, wir zwei, sondern wir sind ja per euch. Also wir euchen uns. Wie euscht man sich denn? Wie kommt man denn dazu, sich zu euchen? Also man sagt dann zum Beispiel, gehabt euch wohl. Ja, genau. Oder wie geht's euch? Und fängt das schon in der Schule an? Auch. Ja, bestimmt. Oder seid ihr mit dem Auto heute hier und so, dann weiß man direkt, also das ist quasi die. Wie geht's uns denn heute? Ja, das ist dann eher so dieses Altenheim. Ja? Wie geht's uns denn heute? Ja, genau. Also man euscht sich, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist ja echt herrlich. Ja, mal ausprobieren. Ja, das finde ich sehr gut, ja. Ich musste gerade an die Misfits denken. Die hatten doch mal, die haben doch mal so eine Frauensprache gemacht. Da haben die jedes Er in jedem Wort mit einem Sie ersetzt. Und dann war das am Ende nicht Füllfederhalter, sondern Füllfetzi-Helzi. Ja, das war auch so. Ja. Dann hast du dir auch überlegt, die hatten einen Sketch, dann haben die, ich glaube, 10 Minuten lang oder so, nur so gesprochen miteinander. In einem Affenzahn. Schade, dass es die Misfits nicht mehr gibt. Ne? Denkt man noch immer. Ne? Ich meine, Gerburg, Janke gibt es noch, aber Stefanie überall, da frage ich mich, so eine Potenz, so ein Potenzial. Ja, ne? Aber das ist ja oftmals so, dass man einfach, weil wir die Kurven und so ja eben auch hatten, dass es ja oft so ist, dass Menschen, von denen man denkt, auch von denen sieht man nichts mehr im Fernsehen und so, dass die einfach sich freiwillig entschieden haben und nichts mehr machen oder im Moment nichts machen und trotzdem sehr, sehr glücklich sind. Ja. Also nicht immer die
die äußere Kurve ist auch gleichzeitig die innere Kurve. Und im Leben, deswegen habe ich das ja eben auch so ein bisschen Anführungsstrichen lächerlich gemacht, im Leben gehen die Kurven ja manchmal, wenn die Jobkurve so geht, geht die private so und manchmal kreuzen die sich. Wir zeigen dir mal die Kurve, über die er redet. Ja. Das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen. Das war seine Lebenskurve. 78, Höhepunkt, unser Abitur. Nee, Abitur, aber auch Arminia gewinnt 4-0 in Bayern durch 2 Tore von Norbert Allenfeld. Aber unser Abitur war schon auch schön. Also das war, wir haben für über 40 Jahre Abitur gemacht. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, wieder was zusammenzumachen? Immer. Es gibt auch immer mal wieder Situationen. Ja. Wir haben vor 3 Jahren, haben wir einen Film zusammen gemacht, einen kleinen Film zum Jubiläum 800 Jahre Bielefeld. Da wurden einzelne kurze Filme gemacht und ein bekannter mir und uns bekannter Filmregisseur fragte dann, ob da was ginge. Und dann habe ich eine Story geschrieben und die hat Inghoff dann auch gerne mitgemacht. Zwei alternde Comedians wollen es noch mal wissen. Zwei alte Säcke wollen es noch mal wissen. Das war im Grunde aufbauend auf dem Kindertheater. Wollen Lück und Liebold das nach 40 Jahren noch mal versuchen. Das ist eine schöne Alliteration. Das wäre doch auch was für ein Stück, für ein Theater. Ja, 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 klar, natürlich. Ja, oftmals ist es auch so, wenn Andreas moderiert, zum Beispiel, das war in Bielefeld ein großer Kongress Städteplanung. Und dann sagt er manchmal auch dann den Veranstaltern, ich kenne da einen, der braucht ein bisschen Kohle. Und schon werde ich eingeladen. Das ist so gut. Wir sind jetzt schon fast zu Ende mit unserer Sendung. Noch eine Sache jetzt in dieser Corona-Zeit. Ist man dann besonders kreativ, wenn man so Comedian ist, wie ihr das seid, wenn man so kreativ ist? Hat man dann besonders das Bedürfnis danach, etwas aus dieser Zeit zu machen? Also ich habe ja noch bis sehr nah rangespielt. Und ich habe gemerkt, irgendwann konntest du auf der Bühne nicht mehr lustig sein, weil es waren zwar Zuschauer noch da, aber es gab nur noch ein Thema. Und irgendwann konntest du über das Thema auch keine Witze mehr machen. Mhm. Wie es jetzt sein wird, das wissen wir nicht. Es ist sehr interessant, wird es sein, wie wir das verarbeiten, verwursten, diese Zeit. Ich weiß nur, dass die jungen Leute, also ich erinnere mich immer an die, wie wir zur Schule gefahren sind, als die Ölkrise war. Ja? Ja. Und so wird es für die jungen Leute, die heute jung sind, wird man sich immer an diese Corona-Zeit erinnern und hoffentlich auch an den guten Ausgang der Corona-Zeit. Aber ich habe das erst sehr genossen und sagen wir mal, zu Hause zu sein, jetzt reicht's aber. Die geht's auch so? Ja, es ist so ein, es wird ja viel aufgeräumt während dieser Zeit. Es ist auch so ein bisschen so ein inneres Aufräumen, diese Zeit. Ja. Und es ist noch nicht, bei mir jedenfalls noch nicht so dieser Punkt, wo das schon gleich umschlägt in neue Ideen. Aber dieses innere Aufräumen wird sicherlich zu etwas führen. Man wird sehen. Ja, und ich hoffe, dass die Menschen, die jetzt sehr freundlich miteinander sind, sehr respektvoll miteinander umgehen, Nachbarschaften und so weiter, dass sich das ein bisschen auch dann weiterträgt. Ja. Das ist meine große Hoffnung. Und dass man, ja, dass man das nicht wieder so, dass sich was dadurch getan hat. Ja, hoffen wir, dass uns das erhalten bleibt, klar, die positiven Sachen. Schön, dass ihr da seid. Wir stoßen wieder an. Dank. Wir stoßen wieder an. Wir müssen uns in die Augen gucken. Das haben wir eben schon geklärt. Ja. Ne? Komm, das ist wichtig. Ja. Das war die Dinnerparty, meine Damen und Herren. Wir haben auf jeden Fall Spaß hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit unserem Wasser. Das ist immer ein Eimer Bier. Ja.